Kompostierung ist eine super Sache. Viele wissen aber nicht, was in die Biotonne reingehört und was nicht. Kompostieren heißt, aus biogenen Abfällen ein wertvolles Produkt, den Kompost, zu erzeugen. Kompostieren funktioniert aber nur dann gut, wenn die richtigen Sachen reinkehren. Nicht reinkehren tut zum Beispiel eine Aludose, ein Stein, Schwämme von der Abwasch, Zahnbürstel, Masken, Blumen in Töpfen, Kaffeekapseln oder Flaschen und Kartoffeln in der Verpackung. Es gibt noch viel, was noch nicht reingehört. Da gehören zum Beispiel die Windeln dazu oder Würste oder Fleischprodukte. Das gehört im ASZ entsorgt. Es macht bei uns in der Kompostierung einen riesen Aufwand und verursacht natürlich auch enorme Kosten, dass wir das wieder entsorgen können. Damit wir eine saubere Biotonne zusammenbringen, braucht man für eine Gewichtstonne mindestens ein Dreiviertel bis eine Stunde. Und das ist Handarbeit und ist nicht allbe schön. Eine Freude macht das Kompostieren dann, wenn die Sachen heraus sind und dann, wenn man sich wirklich um den Kompostablauf kümmern kann. Weil dann sieht man, dass was weitergeht und dann spürt man auch, dass aus der vielen Arbeit ein schönes Produkt entsteht. Bei uns beginnt alles mit der Anlieferung. Es werden Strachschnitt angeliefert. Es wird Biotonne angeliefert. Der Strachschnitt wird, bevor man verarbeiten kann, geschreddert. Und es wird dann der geschredderte Strachschnitt, eine Erde und die Biotonne aufgesetzt. Aufgesetzt heißt nichts anderes. Wir mischen es und formen es zu einer Zahn. Wenn das Ganze passiert ist, wird gewendet mit einem Kompostwender, damit das ganze Material abgemischt wird und einfach ein Sauerstoff reinkommt. Gleichzeitig wird auch Wasser zugegeben, damit die Bakterien ein optimales Umfeld haben, damit sie die vermehren können. Und die Bakterien machen dann für uns eigentlich die grobe Arbeit. Sie zersetzen das ganze biogene Material. Bis der Kompost fertig wird, dauert es 12 Wochen. Und in den 12 Wochen wird er bis zu 35 Mal gewendet. Wichtig ist auch während der 12 Wochen noch, dass man laufend die Temperatur kontrolliert, damit die Temperatur nicht zu hoch und auch nicht zu nieder wird, damit wir eine Hygienisierung im Material erreichen. Die optimale Temperatur ist mindestens 50 Grad und maximal 70 Grad. Für uns Gemeinden ist die Kompostierung daher so wichtig, weil ein ganz großer Anteil der Abfälle, die im täglichen Leben bei uns in den Haushalten anfällt, biogen ist, das heißt, das ist was Verrottbares. Und wenn wir das alles in der Mülltonne, in der Restmülltonne hätten, müsste es immer der Verbrennung oder der Deponierung zugeführt werden. Das wären wahnsinnige Kosten, wo auch natürlich der Bürger und die Bürgerin damit belastet würden. Seit man aber vor einigen Jahrzehnten angefangen hat, die biogenen Stoffe aus den Restmülltonnen herauszubringen, ist da wirklich ein großer Umschwung eingetreten. Und einerseits spart uns das irrsinnig viel Kosten und andererseits ist ja natürlich was Sinnvolles, wenn man hier eine Kreislaufwirtschaft betreibt, wenn diese Materialien, die bei uns anfallen, auch bei uns vor Ort verwertet werden und wieder ein guter Kompost daraus entsteht. Enger und klarer und eindeutiger kann eine Kreislaufwirtschaft in der Abfallwirtschaft, glaube ich, nicht gelebt werden. Wir Gemeinden sehen die Kompostieranlage als Partner und in Kooperation mit anderen Gemeinden ist das natürlich auch ein regionaler Nahversorger. Die Bürger und auch die Betriebe können die Sachen entsorgen, den Biomüll entsorgen und es entsteht wieder ein Produkt, das auch die Bürger wieder mitnehmen können und somit ist das für die Gemeinden und für die Bürger eine ganz sinnvolle Sache. So schaut der Kompost dann nach ca. 12 bis 14 Wochen aus. Den können Sie die Leute bei uns dann holen bzw. kaufen oder den Rest führen wir auf unsere landwirtschaftlichen Flächen aus.